Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier zusammen unterwegs weiter in der Ausbildungsstätte und haben diesen ekelhaften Tausendfüßler kaputt gemacht. Aber uns geht's beiden nicht wirklich gut. Also das ist gerade eine Situation, die ist echt heftig. Und der nächste Speicherraum ist auch nicht gerade in der Nähe. Oder doch, eigentlich schon. Doch, doch, der Speicherraum ist in der Nähe. Ich würde nur ganz gerne hier raus. Dürfen wir nicht hier raus? Doch, die Tür ist nur abgeschlossen. Dieses fette Vieh haben wir beim letzten Mal nur mit der Shotgun platt gemacht. Wartet mal, kann ich da zufällig was mitnehmen? Da ist ja eine Kurbel, ne? Geh nochmal bitte zurück, Billy. Nein! Nein! Scheiße. Stimmt ja. Das war sowieso die falsche Tür. Da möchte ich sowieso nicht hin. Da ist nur ein rotes Kraut, aber das rote Kraut können wir ja allein nicht verwenden. Die brauchen sie nicht mehr aufzuwickeln. Okay. Ich will da nicht raus. Ich will hier runter. Genau, hier runter. Hier ist sicherer. Hier haben wir alles kaputt gemacht. So, komm, Rebecca. Wir, ja. Machen jetzt mit unserer. Mit unserem Nullleben hier kämpfen wir uns hier durch, ey Mann. Einmal treffen und dann war es das mit uns, ne? Hier ist nichts. Hier haben wir ja zum Glück alles kaputt gemacht beim letzten. Hier noch das Strohgewehr, genau. Was ist hier? Das Bild zeigt eine Aristokratin. Der Maler hat ihre Vornehmheit betont. Oh. Boah, diese Musik hier. Verschlossen. Wassermotiv. Hä? Ach, okay. Wir sind in den falschen Raum gerannt. Ja, ihr merkt's, ne? Ich bin gerade ein bisschen nervös. Einfach weil wir fast tot sind. Und zwar beide. Und deswegen möchte ich gerne einen neuen Raum finden, wo wir irgendwie mal 5 Kräuter haben oder so. Oder mal ein Heilungsspray oder sowas. Aber ich möchte bitte erstmal speichern, dass wir das geschafft haben. Weil ich möchte den Boss nicht nochmal machen müssen. Ach Gott. Ja, wir kämpfen uns hier durch die Gegend. Schreibmaschine, ja. Speicher das bitte ab. Wir haben ja noch genug Farbbänder. So. Puh, ey. Das war ein heftiger Boss. Beziehungsweise, nee, den hätte man, denke ich mal, schon effizienter machen können. Beim letzten Mal. Aber ich habe es halt nicht gewusst, ne? Und das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel dafür bekommen. Feuersymbol oder was war das, ne? Was war das für ein Schlüssel? Anlageschlüssel untersuchen. Feuer. Feuersymbol. Alles klar. Das heißt, wir können hier weitermachen. Wir bleiben erstmal wieder hier in dem Bereich. Weil, Feuertür. Das war, glaube ich, eine Feuertür. Also wir bleiben erstmal hier in dem Bereich, würde ich sagen. Genau. Weil in dem anderen Bereich, das haben wir ja in der vorletzten Folge gesehen, da wartet so ein komisches Ding auf uns, wo wir nichts machen können. Und, naja. Och nein! Geh bitte raus, Rebecca. Das muss bitte Billy alleine machen. Partner Solo. Warum sind da wieder Zombies drin? Oh Gott, das wird ja. Oh nein. Warum sind da wieder Zombies drin? Es ist aber nur einer, glaube ich. Ach, Kopfschuss. Okay. Nee, es ist nicht nur einer. Da ist noch einer. Okay. Komm her, geschlupft. Los. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Kommt er? Er kommt, oder? Er kommt.
Alles klar, da ist er. Und Kopfschuss! Nein! Das ist nicht so gut. Ah. Okay, er ist auch so kaputt. Da haben wir jetzt zwar drei Schüsse statt ein. Und wir haben keine Muni mehr. Rebecca, komm mal bitte. Du hast, glaube ich, noch. Hast du eine Shotgun-Muni, Rebecca? Komm bitte mal wieder rein hier. Oh. Haben wir wirklich keine Munition mehr? Ach du Scheiße. Oh Mann. Austauschen. Ich brauche mit Billy eine Waffe, Mensch. Wir haben tatsächlich keine Munition mehr. Wir haben keine Heilung mehr. Wir haben gar nichts mehr. Oh Gott. Wir haben gar nichts mehr. Was soll denn... Da ist eine Feuertür, oder? Verschlossen. Hä? Feuermotiv. Das ist doch eine Feuertür. Und wir haben doch den... Warte, da müssen wir es vielleicht mit... Ah, wir müssen es mit Rebecca aufmachen. Genau, okay. Feuerschlüssel verwendet. Ich hoffe ja, dass wir dafür jetzt irgendeinen Bonus kriegen. Bitte, Leute, bitte. Oh, wir brauchen Heilung. Ah ja. Eine große Auswahl an Gewürzen. Einige sind heutzutage eine Seltenheit. Was ist das? Was ist das? Benzin? Ah, fürs Feuerzeug oder was? Deswegen konnten wir es eben auch nicht benutzen. Brennflüssigkeit. Kombiniere. Ah, perfekt. Alles klar. Okay, direkt geblickt, was das ist. Das heißt, wir haben jetzt ein Feuerzeug. Okay. Rebecca, guck bitte weiter. Was? Diese Utensilien sind abgenutzt. Diese Spüle sieht versifft aus. Ja, hier würde ich nicht gerne kochen drin. Ohne Witz. Gibt's hier nicht irgendwie ein Heilspray? Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt, lässt sich nicht öffnen. Da ist eine Flasche auf jeden Fall. Die blinkt uns da an. Okay. Für Molotow-Cocktails. Wir sind tatsächlich voll. Aber das ist schon mal besser als nichts. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch... Ja... da unten weitermachen, aber... Nimmst du die jetzt mal bitte auf? Danke. Da können wir uns wieder Molotow-Cocktails rausmachen. Kombiniere damit. So, wir haben drei Molotow-Cocktails. Eiowei. Ja, und wir sind beide, wie ihr seht, total im Arsch. Und mehr ist hier nicht... Scheiße. Oh nein, das heißt, wir müssen jetzt mit unserer Null, mit unserem Nullleben müssen wir jetzt da unten hin oder was? Oh nein. Das wird doch nix. Das kann doch nicht gut gehen. Naja, gut. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, ne? Ich meine, wir haben noch einen Granatenwerfer, aber ich bräuchte eigentlich jetzt erstmal mehr Heilung. Ich gucke jetzt erstmal nochmal, ob wir da hinten was machen können, ob da jetzt vielleicht das Gas aus ist oder so. Weil ich möchte nicht unbedingt hier, nee, es läuft noch, ne? Das läuft noch, ja. Shit. Okay, wir müssen da hin. Nein, 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 ich will da nicht hin. Oh Gott. Das heißt, das müssen wir aber mit Rebecca machen. Weil Billy ist noch langsamer als Rebecca, wie ihr seht. Oh Gott. Das ist jetzt echt... Ich habe hier echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen, jetzt vor. Hm.
Ich möchte jetzt aber nicht nochmal speichern, deswegen austauschen. Damit. So. Und Billy, du musst hier bleiben. Sorry, du musst erstmal hier bleiben. Auf geht's. Ich habe so Respekt davor jetzt. Der muss, der darf uns einmal darf er uns treffen, glaube ich. Rüste bitte den Molotov-Cocktail aus. So, jetzt müssen wir hier weiter. Und irgendwann kommt der Typ. Was war denn hier jetzt nochmal drin? War hier nicht eine Heilung drinne? Oh, das Klo. Oh, oh, das Klo. Vermutlich kaputt. Ja, hier kommt der doch. Hier war eine Heilung. Stimmt, hier ist eine Heilung. Okay. Aber wir haben keinen Menüplatz, oder? Doch, wir haben ein Menü. Können wir nicht tragen. Da oben lag noch ein rotes. Erstmal liegen lassen. Wir müssen mutig sein hier. Erstmal liegen lassen. Und das hier nicht ablegen. Nee, wartet mal. Ich würde das Zeug gerne direkt mitnehmen. Da kommt er. So, da kommt er. Da kommt er. Wenn er hier ist, direkt schmeißen. Boah, ich hab so Schiss vor dem Scheiß. Wo ist der? Da ist er. Und schmeiß. Und schmeiß. Und schmeiß nochmal. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter Schwede. Okay. Oh Gott. Wir haben das grüne Kraut. Und das, wir sind voll, ne? Aber wir haben den Typen gelegt. Oh, danke, danke. Wir haben den Typen gelegt. Oh, der hat aber auch wirklich diese Molotow-Cocktails gebraucht, ne? Jetzt kommen jetzt Zombies raus. Das wär's ja. Nein, okay. Oh, danke, 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 danke. So, Billy, da musst du jetzt gleich mal reingehen. Rebecca ist in Sicherheit. Da müsste Billy jetzt einfach mal reingehen und sich das Benzin holen. Wenn hier keine Zombies sind. Nein, hier sind keine Zombies. Okay, gut. Ach, Mann. Aber das werde ich gleich auf jeden Fall speichern. Dass wir das geschafft haben hier, ey. So. What? So, nimm das Benzin. Du hast doch noch einen Itemplatz, ne? Ja, wunderbar. Warnung und kritisch, ja. Aber wir können Billy gleich heilen. Das ist sehr gut. Das würde ich auch machen, bevor wir hier weitergehen, weil wir haben hier tatsächlich eine Tür, die wir aufmachen können, glaube ich. Da hinten. Hier die, oder? Oder können wir die nicht? Die Tür ist verschlossen, aber es scheint keinen Schlüssel zu geben. Ah, nee, eine Uhr, okay. Nee, dann. Was? Wo kommt der denn jetzt wieder her? Hä? Oh Gott. Oh Gott. Boah. Nee. Nee. Einfach nein. Okay, aber dann freue ich mich gerade, das hätten wir gar nicht machen müssen, oder? Rebecca, komm bitte wieder mit ins Team. So. Bitte speichern, ey. Mann. Wir haben zwar nichts geschafft. Rebecca, die Farbbänder. Wir haben zwar... Doch, wir haben was geschafft. Wir haben den Typen einmal erledigt, aber eigentlich... Warum kommt der wieder? Ach, nein. Das darf doch nicht wahr sein, echt. Warum kommt denn der Typ wieder? Oh. Aber gut, wir haben es geschafft, schon mal. Okay. Rebecca geht jetzt bitte vor. Ich möchte nämlich gerne einmal nochmal nach ganz oben hier. Wo ging es denn jetzt nochmal raus?
Hier, genau, wir sind goldrichtig. Hier oben her. Ich meine, wir haben jetzt zwar auch den Schlüssel, aber ich würde gerne erstmal Billy hochheilen. So, weil da lag ja noch das rote Kraut. Wenn jetzt hier wieder Zombies drinne sind, ne? Nein. Okay, danke. Danke, da ist das Spiel ja relativ fair, muss man sagen. Bei den Gegnern. Hier waren aber Krähen, oder? Vögel. Oder? Nein. Okay. Oh, wunderbar. Das heißt, wir können uns das grüne Kraut hier holen. Das rote Kraut, oder? War das nicht hier? Hä? Wartet mal. Das war doch das, was war doch hier? Oder wo war das mit dem roten? Oder war das ein Stockwerk weiter hoch? Das kann ja auch sein. Dann war das gar nicht hier. Ah, okay. War das nicht hier? Also hier haben wir. Ah, nee, hier habe ich zwei grüne gefunden. Stimmt. Okay, nee, dann war das falsch, wobei wie wir gelaufen sind. Aber ich bin voll nervös, ey, weil wir keine Heilung haben. Genau, und hier hinter ist doch, genau dieses, oder? Nee, das ist nochmal eine andere Tür. Okay, interessant. Wir müssen da diese Treppe hoch. Das heißt, wieder zurück in die Haupthalle. Ach Gott, Freunde. Aber es macht Spaß auf jeden Fall. Es macht Spaß. Das ist auch jetzt gerade wirklich echt spannender als alle anderen Resident Evil Teile. Weil ich das erste Mal wirklich fühle, wie wir hier keine Heilung haben. Und keine Munition. Und das spüre ich das erste Mal so richtig, dieses Gefühl. Genau hier war das, ne? Hier oben hoch. Da, wo der Tausendfüßler war. Ich finde es auch so geil, wie die Schritte einfach pixelgenau sind, ne? Scheiße, das war da bei denen. Ach nein. Nein, 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 das war bei den Krähen. Muss das jetzt sein? Und, wartet mal. Ich muss Billy mal kurz was abgeben hier. Austauschen. So. Nein, 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 nein. Okay, ich muss schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Schnell, am besten nicht im Kreis laufen. So, und dann hier. Und dann da und dann F. Oh, danke. Ja, danke, rotes Kraut. Und tschüss. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen, habe ich gesagt. Boah. Alles klar. Das heißt, wir können Billy hochheilen. Danke, 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 danke. Kombinieren. Austauschen. Billy. Und hier. Und Charakterwechsel. Menü. Nimm es. Ah, Billy ist grün. Ah, Billy ist grün. Sehr gut. Team. So, wir haben wieder einen voll aufgeheilten Billy. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch eine Tür hatten mit einem Feuersymbol. Gehen wir erstmal zurück hier. War das nicht hier? Nee, das war was anderes, ne? Da ist nur die eine Tür. Okay, ich verstehe. Meine Güte. Also, das ist echt. Krass, das Spiel, ja. Wir haben einen hochgehalten, Billy. Mit null Munition, glaube ich. Ah, doch, mit 6 Schuss. Austauschen. Nehmen die Granatenwerfer mit rein. Das kann Rebecca tragen. Alle bitte. Zur Not.
Wie gesagt, den haben wir ja noch, den Granatenwerfer. Okay. Was war das da hinten nochmal für eine Tür? Egal. Oder die konnten wir ja nicht, oder? Doch, die konnten wir aufmachen. Erstmal gucken, was haben wir hier? Nee, das ist eine andere. Okay. Dann auf der Suche nach der Feuertür. Sehr spannend auf jeden Fall. Also ich bin wirklich nervös. Zum allerersten Mal in dem Resident Evil, wo ich wirklich richtig nervös bin. Also bei den ersten vier Teilen war es ja so, okay. Aber man hat immer gewusst, was man machen konnte. Und dass Munition da war irgendwo. Jetzt hier ist das ja ein bisschen anders. Die Tür ist verschlossen, aber ist eine Schlüssel noch zu sehen. Bild einer Uhr. Okay, dann mal gucken, wo ist noch eine Tür? Da hinten durch, okay. Ich glaube, da waren wir doch schon mal, oder? Ja, wie gesagt, Freunde, also wirklich das erste Mal, dass ich so richtig auch Angst habe. Teilweise Angst habe. Wie gesagt, weil wir halt wenig Items haben. Ne? Wenig Heilung, wenig Muni und ekelhafte Gegner, die auf einmal kommen. Genau hier. Hier war es doch. Sehr schön. Hier haben wir es doch gefunden. Genau. Rebecca, mach auf. Feuerschlüssel verwendet. Und den brauchen wir schon nicht mehr. Wunderbar. Rebecca, bleib bitte hier. Ich möchte nicht, dass du hier abkratzt. Verdammt nochmal. So. Gucken wir erstmal rein, was wir hier haben. Zombies. Ein Foto von einem Rohbau. Auf dem Foto sieht man ein kuppelförmiges Dach. Okay. Interessanter Raum. Dieses Foto zeigt einen ältlichen, in seine Arbeit vertieften Gelehrten. Was ist das? Dieses Foto zeigt einen... okay. Die Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Kann man das schieben? Da kann man drauf. Okay, interessant. Da liegt auf jeden Fall Munition, oder was? Ah, danke. Munition. Wunderbar. Das heißt, wir sind mit Billy wieder ein bisschen besser aufgestellt. Dankeschön. Shotgun-Munition. Da, Gott sei Dank, ey. So. Aber erstmal was zu lesen, Leute. Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Die reden aber jetzt nicht über William Birkin und Albert Wesker, oder? Oder doch? Aus denen könnte was werden. 25. September. Will der Denker, Al der Praktiker. Völlige Gegensätze. Ey, das kommt hin, Leute. Die reden hier über William Birkin und Albert Wesker. Krass. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Marcus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Hat nicht geklappt, wenn man sieht, dass die beiden unter einer Decke stehen. Also, nee. So, wir müssen irgendwas ablegen. Ja, Hat Rebecca Platz frei? Hat sie. Gut. Gehen noch mal kurz raus hier. Den Tisch kann man aber bestimmt irgendwie verschieben, oder?
Den kann man schieben, alles klar. Das heißt, das werde ich gleich auch nochmal versuchen hier. Na komm, gehst du jetzt runter? Danke. Ich muss einfach den Granatenwerfer bitte an Rebecca abgeben. So. Bitte an Rebecca den Granatenwerfer. So, sehr gut. Austausch. Rebecca. Danke. Wir brauchen Plätze. Unsere Riesentasche. So. Dann gucken wir mal weiter. Was kann ich denn mit dem Tisch machen? Den kann man ja dann verschieben, ne? Hier kann man nicht vorbei. Okay. Okay. Geh hier hoch. Also wir können drauf, aber... ob wir den brauchen, den Tisch? Auf jeden Fall können wir uns jetzt erstmal die Shotgun-Bunny mitnehmen. Und dann direkt ausrüsten. Kombinieren. Ah, sehr gut. Okay, wir haben wieder Feuerkraft. Dieser Globus ist äußerst gut gearbeitet, aber so alt, dass er sicher kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Okay. Was ist das? Da ist ein Schalter. Umlegen. Licht an. Ah! Guckt mal da oben. Da liegt ein Item. Okay, das heißt, so klassisch wie im ersten Teil, mit so einem Jagdgeweih. Ach, wie cool. Ah, das ist, da kommt jetzt Erinnerung, wach grad. Okay, dann schieb mal den Tisch. Ah, das ist jetzt cool. Muss ich sagen. Das ist jetzt echt cool. So, weiterschieben. Und das war's. So, einmal hier drauf und da hinten wieder rein. Beim ersten Teil mussten wir genau das gleiche machen, falls ihr euch erinnert. Da hat das Ding ja im Dunkeln geleuchtet, ne? Und jetzt hier leuchtet es, wenn wir ein Licht anmachen. So, genau. Geh hier hoch. Und nimm dir dieses Item. Hier scheint etwas zu sein. Eine Eisennadel. Ah, das ist der Minutenzeiger für die Uhr. Okay. Das heißt, wir müssen wieder oben zurück in den Bereich, wo Rebecca zuerst alleine war. Okay, höchst interessant. Das mache ich jetzt noch tatsächlich. So, Rebecca, du kommst bitte wieder mit. So. Mach kurz gucken, wo das war. Das war, glaube ich, gar nicht so weit weg, oder? Das war an den Krähen vorbei. Ich werd verrückt. Oder? War das wirklich an den Krähen vorbei? Oder war das da? Ah nee, das war ja da, wo der Zug abgestürzt. Nee, okay. Nee, ich werd doch speichern. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ah, ich muss kurz gucken, wie wir zur Haupthalle kommen, ne? Einfach geradeaus durch. Wobei, da ist ja auch ein Speicherpunkt. Dann nehmen wir den. Oder nee, nehmen wir doch den Hauptteile. Ist einfach atmosphärischer. Gut. Hier unten, ja. Ja, Rebecca, du krockst da um. Du darfst keinen einzigen Treffer abkriegen. Doch, einen darfst du abkriegen, aber danach keinen mehr. Gut, liebe Leute. Dann würde ich das jetzt noch speichern. Und dann machen wir bei dem Uhrenzeiger beim nächsten Mal weiter. Da bin ich mal gespannt, was da wieder passiert. Und ja, speichern wir noch kurz. Rebecca hat die Farbbänder. Das ist ja. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und wie gesagt, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch schon einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.